Reifen spielen eine große Rolle für die Leistung eines Formel-1-Wagens. Um sie herrscht ein unnachgiebiger Wettkampf zwischen konkurrierenden Herstellern. Früher mussten die Teams anhand des Wetters, der Bodenbeschaffenheit und der Verfassung des Fahrers feststellen, welche Reifen die richtigen sind. In einer berühmten Geste widmete Fangio einen seiner Siege einem voraussichtigen Pirelli-Techniker, der dafür sorgte, dass sein Fahrer die richtigen Reifen für den Sieg fuhr. Formel-1-Reifen sind heutzutage streng reglementiert. Die Teams versuchen jedoch immer noch, durch sie Vorteile gegenüber den Rivalen herauszuarbeiten. Der ehemalige Weltmeister Damon Hill: It all has to come through the tire, the contact patch of the tire. And so tire technology is a deciding factor. Can add, you know, it can lose you seconds or a lap if you have the right tire. Rennreifen erfuhren beachtliche Änderungen im Laufe der Formel-1-Geschichte. Einerseits durch die verschiedenen Hersteller, andererseits durch Anpassung des Regelwerks im Sport. Formel-1-Reifen haben nur noch oberflächlich Gemeinsamkeit mit normalen Straßenreifen. Ein herkömmlicher Autoreifen hat eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Kilometern und wird für unterschiedliche Straßenbelege bei verschiedenen Wetterbedingungen entwickelt. Ein Formel-1-Reifen muss vor allem Haftung bieten. Viele Rennen wurden schon aufgrund der Zuverlässigkeit und Handhabung einer bestimmten Reifenmischung entschieden. Some circuits were sort of named as Bridgestone circuits and others as Michelin circuits, and that's not always true anymore. Bis vor kurzem wurden Formel-1-Reifen so entwickelt, dass sie kein ganzes Rennen hielten. 2005 wurden neue FIA-Regeln eingeführt. Ab da war es nicht mehr erlaubt, während eines Formel-1-Rennens zu wechseln. Dies führte dazu, dass die Reifen aus einer härteren Mischung hergestellt wurden, um die gesamten 300 Kilometer eines Rennens zu halten. Diese Regeländerung zwang die Formel-1-Teams dazu, weitere Anpassungen beim Handling ihrer Wagen vorzunehmen. Zur gleichen Zeit kamen weitere Regeln hinzu. So wurden die aerodynamischen Vorrichtungen an den Wagen reduziert, sodass diese weniger Bodenhaftung hatten und die Motoren mussten zwei Rennwochenenden halten. Die Änderungen, die in der Saison 2005 in Melbourne eingeführt wurden, zielten auf die Einsparung von Kosten, die Verbesserung der Sicherheit und, wie einige Leute meinen, auf ein Ende der Dominanz von Ferrari und Michael Schumacher ab. New rules for the tires. One set of tire for qualifying, two qualifying this year and the race. Trotzdem glaubt Jean Todt, Teamchef von Ferrari, dass keine Regeländerung dieser Welt das Ferrari-Team davon abhalten könnte, Rennen und Titel in der Formel 1 zu gewinnen. I think we did a good development work with Bridgestone, and we are looking for the second part, and I think we will be more competitive and we will be able to defend our chance. Infolge der dramatischen und hochpolitischen Kontroverse beim Großen Preis der USA 2005, bei dem alle Teams außer den Teams mit Bridgestone-Reifen zurücktraten, wodurch Michael Schumacher und Ferrari das Rennen für sich entscheiden konnten, wurden die Reifenwechsel für 2006 wieder eingeführt. Michael Schumacher freute sich auf die Änderungen in der nächsten Saison. I'm quite glad to see tire changes coming back due to the fact for safety. Was at certain stages very unsafe, plus the effort in testing to test each tire for full race distance meant you had to do a tremendous number of laps. Slicks wurden nicht mehr zugelassen. Die Reifen mussten mindestens vier Rillen haben, wodurch die Wagen langsamer gemacht werden sollten. Sie durften vorne nicht breiter als 355 mm und hinten nicht breiter als 380 mm sein. Im Laufe der Saison 2006 wurde Michael Schumacher danach gefragt, was seiner Meinung nach der Siegfaktor der letzten beiden Rennen war. Mainly the tire for the braking and the traction is very important. Ab der Saison 2007 wurde Bridgestone der alleinige Lieferant von Reifen und stellte vier Reifenmischungen vor, von denen zwei bei jedem Rennen zur Verfügung gestellt wurden. Der weichere Reifen bietet mehr Haftung, trägt sich jedoch schneller ab. Der harte Reifen hält länger, bietet jedoch weniger Halt. Eine Regel der vier besagte, dass beide Mischungen von den Formel-1-Teams in einem Rennen verwendet werden mussten, sofern keine Regenreifen oder Intermediates erforderlich waren. So bleibt die Geschichte vom optimalen Gummigemisch, durch das sich das Siegerteam vom Rest des Feldes abhebt, weiterhin eine Geschichte voller Kontroversen und Intrigen.